Ja, Bernie, irgendwie nicht so viel los hier an der Säbener, oder? Ein bisschen langweilig. Hast du eine Idee, wie wir das ändern können? Du willst einen Kids Club hier veranstalten, an der Säbener Straße. Halte ich eigentlich für eine sehr, sehr gute Idee, aber fehlt ja eigentlich noch eine wichtige Sache, oder? Die Kids. Hilfe! Wo kommt ihr denn auf einmal her? Von da drüben. Von da drüben. Und seid ihr alle Bayern-Fans? Und warum seid ihr heute hier? Weil ihr Fußball spielen wollt. Ich würde sagen, dann verlieren wir auch gar keine Zeit und fangen direkt an, oder? Auf geht's! Zum 8. Mal veranstaltet der FC Bayern das Kids Camp an der Säbener Straße. Mit dabei 72 Mitglieder des Kids Clubs im Alter von 6 bis 13. Und einer darf natürlich auch nicht fehlen. Genau, unser bärenstarkes Kids Club-Maskottchen, das in Sachen Koordination etwas tollpatschig ist, bei den Kids aber immer für gute Laune sorgt. Der Trainingsplan wird von echten Profis ausgearbeitet. Einer von ihnen ist Toni Vatani. Erzähl uns mal, wie ist der Tag, wie sind die Tage hier geplant? Also von der Planung her ist es so, dass wir immer in den 3 Tagen in der Früh praktisch eine Einheit haben, die praktisch aufgeteilt ist in 6 Stationen. Das heißt, wir machen in jeder Station entweder Technik, Spiele oder ein bisschen natürlich auch so Gemeinschaftsspiele. Und wie gesagt, das sind 6 Stationen, die wir machen und die werden praktisch dann aufgeteilt, die Kinder. Wie nah ist dieser Trainingsplan an dem der Profis? An dem der Profis ist ein bisschen übertrieben. Es ist eher an dem des Junior-Teams im Prinzip. Wir machen Übungen, die im U9, U10-Bereich gemacht werden, wo Technik praktisch drin ist und natürlich der Spaß für die Kinder, der im Vordergrund steht im Prinzip. Du bist viel im Ausland unterwegs, ja. Machst dort Trainerlehrgänge. Wie cool oder wie schön ist es dann auch mal wieder hier zurück zur Säbener Straße zu kommen und was mit Kids zu tun? Also für mich ist es eine überragende Abwechslung, muss ich sagen, weil wie gesagt, ich bin viel im Ausland tätig, in China und in Japan. Und wenn ich hier zurückkomme, dann bin ich wieder bei der Basis und für mich ist es eine willkommene Abwechslung, muss ich echt sagen. Und ich bin froh, dass ich das machen darf, auf jeden Fall. Mitten im Getümmel unser Bernie, der den Kids Club seit Tag 1 begleitet und mit ihm schon vieles erlebt hat. Du Bernie, mal unter uns, ein paar Kids haben mich gefragt, wie macht so ein Braunbär eigentlich Urlaub? Ah. Bernie, das sieht ja schon ganz schön schön aus da, aber war das nicht ein bisschen einsam? Er hat mir gerade verraten, es war sehr, sehr einsam und so ganz lange hält er es ohne Kinder dann auch nicht aus. Deswegen hat er sich auch im Urlaub was ausgedacht. Bernie! Einmal im Jahr reist Bernie nach Bella Italia an den Gardasee. Im wunderschönen Ort Arco schlägt der Bayernbär sein Trainingslager auf. Mit dabei wie immer dutzende hochmotivierte Nachwuchskicker aus dem Kids Club. Das Camp in Italien ist übrigens nur eins von inzwischen mehr als 20 Fußballcamps des Kids Clubs. Geführt von einem Trainerteam heißt es dann 3 Tage lang kicken, kicken, kicken. Die Laune im Camp ist nicht nur wegen des guten Wetters ausgezeichnet, sondern auch, weil die Leidenschaft zum Fußball die Jugend verbindet. Zum Abschluss findet das obligatorische Turnier statt, wobei am Ende irgendwie alle als Gewinner nach Hause fahren. Bernie, sag mal, kriegen Braunbären eigentlich Sonnenbrand? Schon ein bisschen, oder? Also waren deine Arme so rot wie das Trikot? Bisschen, hast dich eingecremt. Zur Abkühlung ging es ja dann zum Glück für dich direkt in die Berge. Und Bernie, du hast echt ein Leben.
Bernie auf Skiern? Jawohl, ihr seht richtig, so verrückt geht's zu, wenn der Kids Club die Berge erobert. Jedes Jahr zur Wintersaison tauscht Bernie seine Fußballschuhe gegen die Skischuhe und veranstaltet die Kids Club Skiweltmeisterschaft am Tegernsee und in Lenggries. Am Skifahren, Freude am Skifahren und ich glaube, wir haben ein bisschen was rüberbringen können. Die Kinder haben wirklich ja, über das ganze Gesicht gelacht und ja, dass dann der Bernie noch dazu kommt, das vom FC Bayern, das war natürlich noch das Oberhighlight. Im Schnee beweisen sich die Kids nicht nur auf Skiern, sondern auch im Wettkampf bei einer ganz typisch bayerischen Tradition, dem Eisstockschießen. Sind dann alle Kids gut aufgewärmt, steht der Höhepunkt auf der Tagesordnung. Und dann war das Rennen. Skirennen in zwei Durchgänge. Das Rennen war eigentlich relativ leicht und gut gesteckt. Also wenn man ins Ziel fährt, dann sind wir die Sprungschanze gesprungen. Ich bin auch die Schanze gesprungen, vielleicht 3 Meter weit. Das war richtig cool. Also bei mir war es jetzt nicht so gut, aber ich war 3. Platz. Aber Rennen war schon schön. Es war sehr leicht. Und bei der Siegerehrung hat sich Bernie dann sogar noch aufs Podest geschummelt. Was aber von den Kids nicht ungestraft blieb. Ja, also Bernie, das mit dem Skifahren, das müssen wir noch mal ein bisschen üben, oder? Ja, was ist eigentlich mit meiner Ausrüstung und meinen Skiern und meinen Stöcken? Hast du die nicht wieder mitgebracht? Alle weg? Oh, Mann. Naja, einer, der garantiert nicht mehr so viel üben muss, ist unser Kids Club Reporter Maxi. Der war für uns in der Allianz Arena und Maxi, du darfst jetzt übernehmen. Hallo FCB Kids, ich bin der Maxi. Und ich schaue heute für euch ein bisschen hinter die Kulissen beim Heimspiel gegen Ingolstadt. Ich schaue heute beim Aufwärmen zu und berichte davon ein bisschen und schaue dahin, wo die Mannschaftsbusse herkommen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. So, jetzt stehe ich hier vor der Mixzone, wo später die Mannschaftsbusse herfahren. Da steigen dann die Spieler aus und gehen auf direktem Weg in die Kabinen. Die müssen keine Treppen mehr laufen oder mit dem Aufzug fahren. Und ich würde sagen, wir schauen mal rein, weil dann seht ihr das Ganze noch näher. Kommt mit! So, jetzt haben wir auch gleich einen Kandidaten. Heute ist ja Wiesenanstich. Gehen Sie dieses Jahr denn auch aufs Fest und was gefällt Ihnen dort besonders? Also freuen tue ich mich jedes Jahr, wenn wir mit den Jungs auf die Wiesen gehen. Und am liebsten mag ich es, wenn wir mit den Fahrgeschäften fahren, wenn es dann so wilde Kurven sind. Das mag ich besonders gerne. Jetzt bin ich hier im Spielertunnel und jetzt weiß ich, wie sich unsere Jungs fühlen, wenn sie den hier betreten. Ich spüre ein richtiges Kribbeln im Bauch. Hier geht es 22 Stufen nach unten und dann wieder 15 nach oben. Und schon ist man im Wohnzimmer vom FC Bayern München. Ganz schön krass, oder? FC Bayern, forever number one. Und hier gehen die Spieler dann hoch in circa 3,5 Stunden. Und spielen dann. Was ich euch noch unbedingt zeigen wollte, ist die Kabine vom FC Bayern. Kommt mit, hier geht's lang. Jetzt bin ich hier in der Kabine und da legen vor dem Spiel immer die Zeugwarte das ganze Zeug für die Spieler zurecht. Das heißt Trikots, Hosen, Schuhe, Stutzen und ganz viele weitere Sachen, damit die Spieler sich gleich umziehen können. So, jetzt ist es circa eine Dreiviertelstunde vor dem Anpfiff und jetzt kommen gleich die Spieler raus oder sind schon da. Jetzt dehnen sich hier die Spieler in der Aufsicht von den Fitnesstrainern. Klasse macht ihr das hier, Ballmeister. Deutscher Fußballmeister! Deutscher Fußballmeister! Die Zone mit der Nummer 1 heute unser Kapitän! Neuer! Martinez! So, FCB Kids, jetzt muss ich leider aufhören, aber ich hoffe, euch hat's gefallen und habt ein bisschen was erfahren, was vor dem Spiel so los ist. Schau mir das Spiel an. Auf geht's, Jungs! So, Jungs, was ist das Wichtigste, wenn man ordentlich Sport gemacht hat? Essen. Essen. Und schmecken die Nudeln? Ja.
Was mich echt interessiert ist, habt ihr Lieblingsspieler? Ja, Lewandowski und Josef Kimmich. Lewandowski und Neuer. Kimmich, Lewandowski und Rebari. Lewandowski. Kimmich. Kimmich, Lewandowski und Manuel Neuer. Lewandowski und Robben. Robben und Lewandowski. Also mein Lieblingsspieler ist Lewandowski. Meiner ist Lewandowski und Müller. Meiner ist Hummels. So, Ladies and Gentlemen, alle aufgegessen? Ja! Dann gibt's auch kein schlechtes Wetter. Wer von euch war eigentlich schon mal in der Allianz Arena? Okay, das sind eigentlich fast alle. Und wer von euch hat schon mal einen Geburtstag in der Allianz Arena gefeiert? Du? Ja, also mein Bruder und ich war halt dabei. Und wie war's? Richtig cool. Wir verraten jetzt nicht zu viel, weil wie das aussieht, das seht ihr jetzt. Einmal Kapitän vom Rekordmeister sein. Diesen Traum erfüllt der FC Bayern seinen Geburtstagskindern. Kids Club-Mitglieder können einen unvergesslichen Tag mitten im Herzen des FC Bayern verbringen. Genauer gesagt in der Allianz Arena. Dabei werdet ihr von einem Arena-Mitarbeiter durch die Gänge des Stadions geführt. Auf dieser Tour seht ihr nicht nur, wie die Presseplätze der Arena aussehen, ihr dürft sogar begleitet durch die Melodie der Champions League-Hymne, durch die ausfahrbare Spielerklappe auf den heiligen Rasen. Ganz schön gemütlich hier auf der Trainerbank. Und was machen die Spieler, nachdem sie 90 Minuten geackert und gekämpft haben? Richtig, sie geben Interviews. Und genau das könnt ihr auf der Geburtstagstour auch machen. Stets an eurer Seite Bernie, euer persönlicher Pressesprecher. Puh! Das war ganz schön anstrengend. Zum Glück ist in der Allianz Arena auch für das leibliche Wohl gesorgt. Nach kurzer Stärkung nähert sich der Rundgang dann seinem absoluten Höhepunkt. Einen Blick in die Kabine der Bayern. Hier, wo sich sonst deine Stars kurz vor dem Spiel einschwören, darfst du mit deinen Freunden und Bernie Meisterluft schnuppern. Damit du auch immer ein Andenken an diesen aufregenden Tag hast, darfst du zum Abschluss natürlich auch noch ein Foto mit der Trophäensammlung der Bayern machen. Geburtstag feiern in der Allianz Arena. Einfach meisterlich. Das hier, liebe Leute, ist Elisabeth Hoffmann. Seit 37 Jahren hier. Nur Uli Hoeneß ist länger hier, habe ich gehört. Ja, stimmt. Uli Hoeneß hat mich als seine erste Mitarbeiterin eingestellt. Du bist hier omnipräsent, hast deine Finger eigentlich überall drin und du hast auch den Kids Club mitgegründet. Wie kam es dazu? Ja, ich habe bereits in den Jahren 2005 festgestellt, dass sehr viele Bundesliga-Vereine schon Kids Clubs haben und habe mir dann so meine Gedanken gemacht, das wäre doch eine super Idee für unsere Kinder, einfach ihnen als Fan eine Heimat zu bieten. Nicht nur Kids Club oder Kinderfans zu sein des FC Bayerns, sondern eben auch eine Mitgliedschaft zu haben. Warum findet der FC Bayern es wichtig, nicht nur für junge Spieler, die im Verein, sondern auch für junge Fans, die hier rumschwirren, was zu machen? Ja, ich denke, es gibt ganz viele Kinder, die FC Bayern Fans sind. Das heißt aber noch lange nicht, dass die Fußball spielen müssen. Also sprich, es gibt ganz, ganz viele Kinder, die durch ihre Eltern, durch den Opa, Oma oder Freunde einfach Fans des FC Bayern sind. Und die sind nicht alle in einem Verein, spielen nicht Fußball, sondern sind einfach nur ihre Idole sehen, treffen und einfach das Herz mit dem FC Bayern zu tragen. Das ist ja ein Wahnsinn, was ihr alles inzwischen organisiert. Kreuzfahrten, Skiurlaube. Wer lässt sich das alles einfallen? Ja, das lasse ich mir mit unserem Team einfallen. Wir sind mittlerweile 5 Personen und eigentlich richtig Spaß, eigentlich miteinander haben, neue Ideen immer wieder zu kreieren. Ihr habt einen riesen Zulauf von Kindern. Wie viele Mitglieder habt ihr Stand jetzt? Also wir haben 2010 gegründet am 1. Dezember. Pünktlich zu Weihnachten hatten also dann wirklich einen Run. Wir haben also nur gearbeitet, damit jeder noch sein Weihnachtspäckchen bekommen kann.
Und jetzt sind wir über 40.000. Dass die Kinder knallhart aufs Tor zimmern können, haben wir gerade gesehen. Sie können aber noch mehr. Sie können knallharte Fragen bei den Pressekonferenzen stellen. Das hat schon der ein oder andere Spieler zu spüren bekommen. Hallo, ich bin der Daniele und ich wollte dich fragen, wie viel Geld du im Jahr kriegst. Das ist auch eine interessante Frage. Das weiß ich gar nicht so genau. Aber ich denke, zum Überleben reicht's. Was ist dein Lieblingstier? Ich hatte mal Hasen zu Hause. Zwei Hasen hatte ich mal so. Und die waren super. Die haben mir Spaß gemacht. Also würde ich sagen, Hasen. Ich wollte dich fragen, ob du mal zu spät zum Training gekommen bist. Also bisher habe ich es immer geschafft. Einmal habe ich fast verschlafen. Da war ich eine Viertelstunde vor dem Training, bin ich daheim aufgewacht und habe auf die Uhr geschaut. Und jetzt muss ich aber schnell los. Aber ich habe es gerade noch geschafft. Aber ich bin nicht so schnell gefahren. Was war Ihr schönstes Erlebnis mit dem FC Bayern? Da gab es viele. Also ich bin jetzt auch schon lang hier. Gab viele. Ich würde sagen, das Schönste war Champions League gewonnen 2013. Wie viele Tore hast du geschossen? Insgesamt in meiner Karriere. Das weiß ich leider nicht. Warte mal, ich muss kurz mal schauen. Das steht vielleicht auf der Autogrammkarte. Stehen keine Tore drauf. Ich will Sie eine Frage stellen, die heißt, warum spielen Sie nicht mehr so gut wie letzte Saison? Gute Frage. Das könnte mal einer werden, ne? das ist auch so, dass die Mannschaft eben nicht mehr die Ergebnisse einfährt wie letztes Jahr. Ich denke gar nicht, dass wir so schlecht spielen oder so viel schlechter als letztes Jahr, nur wir treffen das Tor nicht ganz so. Und dieses Jahr ist auch bei mir so, dass vielleicht noch ein Schuss, der letztes Jahr vom Pfosten ins Tor ging, jetzt vom Pfosten rausgeht. Und da ist eben auch ein bisschen Pech dabei. Sonne und Schnee hatten wir jetzt in unseren kurzen Filmen schon drin. Jetzt kommt aber noch der absolute Knaller, ein richtiges Highlight. Captain Bernie, auf geht's! Anker lichten und Leinen los. Für das Kids Club Sommercamp 2015 hat sich unser Bär etwas ganz Besonderes ausgedacht. Ein Fußballcamp auf einem Kreuzfahrtschiff. Das klingt nach Erholung, ist es aber nicht. Auf dem Sportdeck wird nämlich fleißig trainiert. Und jeden Tag wird ein neues Traumziel angesteuert. Ob Mallorca, Neapel oder Cannes. Überall warten andere spannende Abenteuer auf die Kids. Zum FC Bayern und ich wollte einfach mal Trainingslager machen. Und meine Mama hat sich ja ein Kreuzfahrt gewünscht. Und so kann man das halt alles in einem machen. Und das ist halt sehr praktisch. Mir gefällt es sehr gut, es sind alle recht nett. Natürlich hat Bernie auch an tatkräftige Unterstützung gedacht. Die beiden Weltmeister Hansi Pflügler und Klaus Augenthaler begleiten die Kids auf ihrer Reise und halten sie nicht nur auf dem Platz bei Laune. Es ist auch immer ein Profi da und es fühlt sich immer so an, als wären wir auch selber Profis. Zumindest können wir uns das vorstellen. Auf dem Festland angekommen stand für die Wasserratten dann noch ein Test gegen eine italienische Jugendmannschaft auf dem Plan. Bevor es dann wieder zum Ablegen ging. Ich fand's cool, dass Klaus Augenthaler unser Trainer war, weil er hat uns viele gute Tipps gegeben. Der Spaßfaktor auf hoher See unermesslich. Ganz zu schweigen natürlich von den atemberaubenden Sonnenuntergängen. Bevor aber auch in München die Sonne untergeht, werden zum Abschluss des Kids Club Camps an der Säbener Straße natürlich noch die Gewinner vom großen Abschlussturnier geehrt. Glückwunsch! So, damit wären wir auch schon am Ende unseres Insights. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick bekommen, was Kids Club beim FC Bayern bedeutet. Wenn ihr zufällig zwischen 6 und 13 Jahre alt seid, dann habe ich hier was für euch. Dieses Paket bekommt ihr nämlich, wenn ihr Mitglied werdet. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns dann schon im nächsten Sommer hier an der Säbener Straße zum Sommercamp wieder. Und das, was jetzt passiert, das steht so eigentlich nicht im Drehbuch. Das passiert auf ausdrücklichen Wunsch der Kinder. Und ich frage mal, seid ihr bereit? Ich nicht, aber egal. Komm! Okay, alles klar!